gefürchteter Allesfresser, gefährlicher als der weiße Hai. Ein Riese unter den Raubfischen mit einer besonderen Musterung. Der Tigerhai. Doch was ist dran am Mythos vom Monster? Noch ist wenig über sie bekannt. Forscher müssen den Tigerhaien und ihren Verwandten in entlegene Winkel der Wildmeere folgen. Sie wagen sich in die Kinderstuben der Räuber, um mit Hilfe von Sendern die Wege der wandernden Vagabunden von der Wiege an zu entschlüsseln. Ob rastlose Hochseejäger oder bequeme Bodenbewohner, Haie stellen Wissenschaftler immer noch vor viele Fragen. Spezialisten aus aller Welt wollen mehr über die furchterregenden Fische mit ihrem Schatten. Bereits vor Sonnenaufgang machen die Männer am Strand von Amanzimtoti ein Boot klar. Ihr Auftrag? Badegäste vor Haiangriffen zu schützen. Ein schwieriger Job. Das renommierte Haiforschungsinstitut unterhält 15 Boote, auf denen die härtesten der etwa 170 Mitarbeiter bei jedem Wetter ihren Dienst versehen. Das Team verfolgt eine zwiespältige Aufgabe, nämlich Menschen und Haie voreinander zu schützen. Denn es weiß, eigentlich sind Haie von Menschen mehr bedroht als umgekehrt. Gerade im Sommer ziehen Tigerhaie und ihre Verwandtschaft in die Gewässer vor Durban, um zu jagen. Um Schwimmer und Surfer vor so unberechenbaren Raubfischen wie dem Tigerhai zu schützen, hat man 400 Meter vor der Küste kilometerlange Schutznetze installiert, die täglich kontrolliert werden. Eine Aufgabe für die Männer vom Natal Sharksport. Immer wieder verfangen sich einzelne Haie in den Maschen. Viele können nur tot geborgen werden. Bedauerliche Verluste. Doch die Zahl der Haiangriffe konnte mit Hilfe der Netze deutlich reduziert werden. Dabei hat gerade das exklusive Feriendomizil von Amanzimtoti schreckliche Schlagzeilen gemacht. Eine Serie von tödlichen Haiattacken ist als Schwarzer Dezember von 1957 in die Geschichte Südafrikas eingegangen. Weltweit werden sämtliche Haiattacken dokumentiert. Die Biologen des Natal Sharksport haben alle Vorfälle wissenschaftlich ausgewertet. Haiforscher Jeremy Cliff kennt die Spitzenreiter. Von den aufgezeichneten Haiattacken weltweit wissen wir, die drei gefährlichsten Haiarten sind der weiße Hai, der Tigerhai und der Stierkopfhai, den wir in Südafrika Sambesi-Hai nennen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass jedes Mal, wenn ein gefährlicher Hai, etwa ein Tigerhai, einen Menschen sieht, er diesen auch angreift. Tigerhaie sind nicht nur Jäger, sie sind auch Sammler, Steinsammler. Dieses Weibchen sucht nach passenden Felsbrocken, um sie zu verschlucken. Ein rätselhaftes Verhalten. Obwohl das Tier den Kameramann längst bemerkt hat, zeigt es keinerlei Aggression. Der Hai sucht nach Ballast, denn eine Theorie besagt, dass die Tiere durch ihre besonders fetthaltige Leber zu viel Auftrieb erhalten. Durch die Steine können sie ihre Balance im Wasser halten.
Wir wissen, dass Tigerhaie alles Mögliche fressen, oft Dinge, die für sie nicht verdaulich sind, zum Beispiel Plastik oder Blechdosen. Und dann bleibt ihnen nur, alles wieder herauszuwürgen, denn sie können diese Stoffe nicht verdauen. Wir haben diese Plastiktüten im Magen eines Hais gefunden. Er hätte nur die Möglichkeit gehabt, sie auszuspucken. Nichts ist vor Tigerhaien sicher, was in Reichweite ihrer extrem scharfen Sägezähne gerät. Das macht sie so gefährlich und hat ihnen den Ruf Müllschlucker der Meere eingetragen. Dieses Weibchen hat einen Stachelrochen verschlungen. Mit ihrem Beißdruck von 3 Tonnen pro Quadratzentimeter ist den Tigerhaien kein Riffbewohner gewachsen. Die gestreiften Räuber sind die unangefochtenen Herrscher der unterseeischen Gärten. Als Allesfresser finden Tigerhaie vom butterweichen Tintenfisch über Krebstiere und Aas bis hin zur gepanzerten Meeresschildkröte an allem Geschmack. Bei ihrer Größe bis zu 7 Metern benötigen sie sehr viel Energie. Zudem müssen sie sich ständig bewegen, sonst würden sie sinken. Mitten im Pazifik, vor Turn Island, einer kleinen Insel im nördlichen Hawaii-Archipel, fangen sie sogar Vögel. Junge Schwarzfuß-Albatrosse unternehmen hier ihre ersten Flugversuche. Doch so mancher Premierenflieger muss notwassern. Eigentlich kein Beinbruch, aber vor Turn Island ein Missgeschick, das fatale Folgen haben kann. Tigerhaie erscheinen pünktlich zur Startsaison zwischen Juni und August im Übungsgebiet der Vögel. Kaum pausiert ein Albatros auf der Oberfläche, schleicht sich auch schon einer der Räuber an. Diesmal ohne Erfolg. Ein anderer Bruchpilot hat weniger Glück. Die Haie haben einen großen Vorteil, wenn sie sich nicht auf wenige Beutearten beschränken müssen. So lassen sich Ausfälle leichter verkraften. Je flacher das Wasser, desto schwieriger für den Hai. Direkt vor dem Strand haben die Jungvögel gute Chancen, noch einmal davonzukommen. Weiter draußen kann der Hai besser manövrieren und von unten her überraschen. Um den Vogel zu greifen und unter Wasser zu ziehen, muss der Jäger mit dem Maul aus dem Wasser heraus. Sonst schiebt er die Beute nur vor sich her. Und die wehrt sich. Der Tigerhai wendet auf der Stelle. Und doch wird ihm, der sich standhaft wehrende Pechvogel, am Ende mit knapper Not entkommen. In Südafrika hat das Team des Natal Sharks Board die Sperrnetzkontrollen abgeschlossen. Am Strand erwartet die Männer eine Überraschung: ein toter Tigerhai. Einheimische haben das Tier gefangen. Im Bauch des Weibchens fanden sie mehr als 40 Junge. Tigerhaie bringen pro Wurf bis zu 80 lebende Junge zur Welt. Südlich von Durban erstreckt sich in 30 Metern Tiefe das Aliwal Shoal Riff. Hier, bei dem 5 Kilometer langen Riff, trifft der warme Agulhas-Strom auf Kaltwasser aus der Tiefe. Grundlage für massenhafte Planktonentwicklung und reiches Tierleben. Ein Eldorado für die Hochseejäger und eine Gefahr für die nahegelegenen Badestrände. Kameramann Roberto Rinaldi und der Meeresbiologe Simon De Waal wollen in den strömungsreichen Gewässern das Verhalten von Tigerhaien filmen. Das Launchen des Bootes scheint Routine. In der Realität ist es ein schwieriges Unterfangen. Wer das Riff erreichen will, muss erst einmal die heftige Brandung überwinden. Selbst für die sturmerprobte Crew aus erfahrenen Tauchern und Bootsführern
an diesem Tag eine zu harte Nuss. Die Expedition ist beendet, ehe sie begonnen hat. Auch die südafrikanischen Elite-Surfer müssen kapitulieren. Am Abend beruhigt sich die aufgewühlte See und entschädigt mit einem herrlichen Sonnenuntergang. Der nächste Tag. Zweiter Versuch, die Brandung zu besiegen. Diesmal stehen die Chancen besser, sobald das Boot ausgerichtet ist. Der B hat mit dem Team die schwierige Prozedur des Launchens, des Aussetzens ihres Bootes ins freie Wasser, schon viele Male mitgemacht. Die Küste vor Durban ist ein ergiebiges Angelrevier. Doch die richtig großen Fische tummeln sich 5 Kilometer weiter draußen, in einer unberechenbaren Strömung. Über dem Riff patrouillieren die Jäger. Mehrere Tigerhaie und ein Rudel von Schwarzspitzenhaien. Dieses Tigerhaiweibchen wird von Schiffshalterfischen begleitet, die auf Beutereste spekulieren. Große Tigerhaie sind Einzelgänger. Ein zweites Exemplar erscheint. Bodycheck. Wie viele Jahre weibliche Tigerhaie brauchen, um geschlechtsreif zu werden, ist noch weitgehend unbekannt. Noch scheint alles ruhig am Riff. Aber die rastlos kreisenden Räuber lassen ahnen, dass sich das schnell ändern kann. Im zerklüfteten Kellergeschoss von Alival, in Höhlen und unter Überhängen, stehen Sandtigerhaie in der Strömung. Bedächtige Gesellen mit furchterregendem Gebiss. Anders als der Name vermuten lässt, sind sie mit den Tigerhaien nur entfernt verwandt. Tauchern gegenüber zeigen sie sich selten angriffslustig. Außerhalb der Höhlen geht es hektischer zu. Die Schwarzspitzenhaie haben den Besucher bemerkt. Simon verschafft sich einen ersten Überblick. Wo sind die Tigerhaie? Kameramann Roberto Rinaldi ist spät dran. Eine Justierung der Unterwasserkamera war notwendig. Er muss sich beeilen. In einer Stunde wird der Tidenstrom so stark, dass Filmarbeiten unmöglich werden. Wegen der komplizierten Strömungsverhältnisse ist das Alival-Riff ein gefährlicher Tauchgrund. Das Begrüßungskomitee. Schiffshalter, die neue Wirte suchen, um sich anzuheften. Und 2 Tigerhaie. Für den Kameramann ein Glücksfall. In 15 Meter Tiefe suchen die Schwarzspitzenhaie das Riff ab. Mittendrin Kartoffelbarsche mit gleichem Interesse, die sich von der Übermacht des Rudels wenig beeindrucken lassen. Die Räuber haben es auf ganz spezielle Leckerbissen abgesehen. Doch diese finden in der zerklüfteten Unterwasserlandschaft gute Verstecke. Prächtige Langusten drängeln sich in den Spalten und Höhlen des Gesteins. Die Meute der Jäger wird immer nervöser. Sie spüren die Beute, doch sie kommen nicht an sie ran. Simon und Roberto sind in Gefahr. Schwarzspitzenhaie greifen im Fressrausch Menschen an. Und dieser Übermacht haben sie nichts entgegenzusetzen. Zum Glück beachten die Haie die Taucher nicht und wandern weiter. Die knackigen Krustentiere sind hier sicher. Bühne frei für den majestätischen Tiger. Zu spät für Roberto und Simon. Sie müssen auftauchen. Sie verabschieden sich für heute von ihrem Lieblingstauchpartner. Für sie ist er nicht der unberechenbare Killer. Well, for me it's not to
Ich habe keine Angst vor den Tigerhaien. Sie sind gefährlich und man sollte sie mit Respekt betrachten. Wenn man sich dessen bewusst ist, kann man auch ihre Anmut und Schönheit bewundern. Man muss genau beobachten, wie sie sich verhalten. Hast du nicht ständig das Vorurteil im Kopf, sie seien angriffslustig, kannst du diese Augenblicke genießen. Wir wissen viel zu wenig von ihnen. Eins ist klar, sie benötigen dringend unseren Schutz. Tigerhaie leben bevorzugt in den Gewässern vor Südafrika. Unser nächstes Ziel ist der St. Lucia Wetland Park im Norden Südostafrikas, unweit der Grenze zu Mosambik. Nur eine schmale, prielartige Mündung verbindet das weitverzweigte Fluss- und Seensystem mit dem Indischen Ozean. Simon, Roberto und Tigerhaie-Experte Mark Addison sind auf dem Lake St. Lucia unterwegs. Der Park ist Südafrikas ältestes Schutzgebiet. Seit 1999 zählt es zum UNESCO-Weltnaturerbe. Das flache Gewässer zieht wandernde Haie an. Vor allem junge Tigerhaie sind hier zu finden. Außerdem leben etwa 800 Flusspferde hier. Die 3 Tonnen schweren Hippobullen kämpfen mal wieder um ihre Harems und Territorien. Ein Graufischer hat einen Fisch gefangen. Und davon scheint es hier genug zu geben. Der Lake St. Lucia ist auch Heimat mächtiger Panzerechsen. Für Roberto willkommene Filmakteure. Mehr als 2000 Nilkrokodile lauern am See und in angrenzenden Gewässern unachtsamen Mitbewohnern auf. Gebührender Sicherheitsabstand ist überlebensnotwendig. Nicht nur gegenüber den Echsen. Flusspferdmütter sind ernstzunehmende Gegner, wenn sie Gefahr für ihren Nachwuchs wittern. Jedes Jahr kommen mehr Menschen durch hitzige Hippos ums Leben als etwa durch Krokodile. Ein Fall von Direct Recycling. Fische drängeln sich am After eines jungen Flusspferdes, um dessen nahrhaften Kot zu fressen. Die amphibisch lebenden Kolosse düngen den See in erheblichem Maße, indem sie nachts an Land grasen und tagsüber die Ergebnisse ihrer Verdauung ins Wasser entlassen. Grundnahrungsmittel für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Erwachsene Flusspferde sind dank ihrer Wehrhaftigkeit und Größe vor Krokodilen sicher. Hippokälber hingegen müssen von ihren Müttern vor Angriffen der räuberischen Reptilien geschützt werden. Nicht immer mit Erfolg. Diese jungen Weibchen sind auf der Flucht vor den Panzerechsen. Nur gelegentlich gelingt den Krokodilen der Riss eines Hippo-Babys. Da ist der Kadaver eines veränderten Weibchens für die Panzerechsen wie ein Geschenk des Himmels. Durch Drehen reißen sie mundgerechte Portionen aus dem Opfer. Denn anders als Haizähne taugt ein Krokogebiss nicht zum Schneiden oder Sägen. Gegen Abend verlässt das Team den St. Lucia Wetland Park, der mit einer Fläche von 2500 Quadratkilometern die Größe des Saarlandes erreicht. Im Meer vor der Mündung des schmalen Priels erwartet sie ein maritimes Highlight. Während der Nacht sind Sandtigerhaie eingetroffen. Auch sie wollen das große Ereignis nicht verpassen. Jetzt im Juli, während des südlichen Winters, drängt eine kalte Nordströmung den warmen, nach Süden gerichteten Agulhas-Strom etwas von der Küste ab. Dabei gelangen große Fischschwärme in die Gewässer vor St. Lucia, um hier zu laichen.
Auch dieses Jahr lauern die Jäger nicht vergebens. Selbst schwer gezeichnet von einer Tigerhai-Attacke macht der Sandtiger Beute unter den ersten Ankömmlingen. Aus den Reihen langer, nadelspitzer, nach hinten gebogener Zähne gibt es kein Entkommen. Noch lassen die Schwärme von Sardinen, Meereschen und anderen Arten auf sich warten, da formieren sich vor der Küste bereits die Jäger. Ein Rudel Schwarzspitzenhaie ist eingetroffen. Experten, wenn es darum geht, im seichten Wasser zu jagen. Die Hochseejäger bleiben in Wartestellung, draußen in der Strömung. Tigerhaie nehmen mit ihren feinen Sinnesorganen jede kleinste Veränderung im Wasser wahr. Sie wissen genau, wann die Schwärme eintreffen. Ein weiterer gefährlicher Jäger trifft ein, ein Weißspitzen-Hochseehai. Die große Rückenflosse fehlt. Ein Tigerhai hat ganze Arbeit geleistet. Zur Zeit der höchsten Tide drängt das Meer durch den engen Priel. Jetzt müssten eigentlich Schwärme von Meereschen in die Lagune hinter den Dünen strömen, um im brackigen Wasser abzuleichen. Doch dieses Jahr fällt die Massenhochzeit aus. Lediglich ein Makrelenschwarm und Barsche sind vor dem Mündungsgebiet eingetroffen. Die Fische haben sich im Schwarm formiert. Das gibt ihnen Sicherheit. Aber sie sind bereits von den Jägern eingekreist. Das Buffet ist eröffnet. Beim Schütteln des Kopfes wirken die Zahnreihen wie Sägeblätter. Tigerhaie können sich in einen wahren Fressrausch hineinsteigern. Dann sind sie unberechenbar. Der Geruch der zerrissenen Fische versetzt auch den Pulk von Schwarzspitzenhaien in höchste Erregung. Sogar die Abstauber, die Schiffshalter, kommen auf ihre Kosten. Wie gedopt plündern am Ende die Schwarzspitzenhaie den Makrelenschwarm. Dem Trio sind trotz des rätselhaften Ausbleibens der Meereschen spektakuläre Aufnahmen gelungen. Den Krokodilen aber fürstliche Festmale entgangen. Für die Panzerechsen verschmerzbare Verluste. Wir verlassen Südafrika und den Indischen Ozean. Unser neues Ziel liegt im westlichen Atlantik. Die Insel Bimini, eine der nördlichen Inseln der Bahamas. Knapp 100 Kilometer davon entfernt lässt Dr. Samuel Gruber ein Flugzeug mit wissenschaftlicher Ausrüstung beladen. Der renommierte Haiforscher hat die Maschine eigens für sich, seine Assistenten und den Materialtransport gechartert. Der Sprung nach Bimini dauert gerade einmal 30 Minuten. Sam Gruber unterhält auf dem Eiland ein eigenes Forschungslabor. Bimini ist mit seinen üppigen Mangrovenwäldern und geschützten Lagunen Kinderstube vieler Fischarten, vor allem verschiedener Haispezies. Die Bimini Biological Field Station, das kleine, aber feine Institut von Dr. Gruber. Ein Zentrum intensiver meeresbiologischer Forschung. Mehr als 20 Wissenschaftler, Doktoranden und Studenten arbeiten hier ausschließlich an Haien. Kaum angekommen, macht sich Sam Gruber auf den Weg, um die Freilandarbeiten seiner Mitarbeiter zu unterstützen. Am Weg zum Bootsanleger sucht gerade eine Zwergboa ihr Frühstück.
Diese Riesenschlangenart ist endemisch, kommt also nur auf den Bahamas vor. Bimini ist ein Traum für jeden Zoologen. Seltene Schlangen im Gebüsch, eindrucksvolle atlantische Tarpone unter dem Steg. Bis zu 250 cm lange Küstenfische, die zudem gut schmecken. Und ein Fischadler, der einem ab und an über die Schulter schaut. Seit über 45 Jahren untersucht der Doc, wie Sam von seinen Mitarbeitern genannt wird, die Haie und ihre Biologie. Nicht ohne Grund hat er sich Bimini als Forschungsbasis ausgewählt. In den ausgedehnten Flachwasserbereichen rund um die Insel leben die verschiedensten Haiarten. Seite an Seite mit Tigerhaien. Nur wenige Bootsminuten vom Labor entfernt paradieren Sams Studienobjekte durch ihren natürlichen Lebensraum. Aufwendige Expeditionen entfallen hier. Ein Zitronenhai schaut vorbei. Kaum einen Steinwurf weiter rastet ein Rudel Ammenhaie im Flachwasser. Außerhalb der Lagunen leben graue Riffhaie. Sie alle lassen sich hier bequem beobachten und untersuchen. Und zwar von Geburt an. Ich denke, Bimini ist Kinderstube für eine ganze Reihe von Arten. Nehmen wir zum Beispiel die ganze westliche Seite der großen Bahama Bank. Von Key South bis Cuba und weiter bis Great Isaac's Rocks. Da wird man feststellen, dass Bimini die größten Mangrovenwälder besitzt, die sehr wichtig sind als Kinderstuben für die verschiedensten Fischarten und Krebstiere. Aber auch für viele Haie, wie der Zitronenhai, Ammenhai, Hammerhai und neuerdings auch immer häufiger für Tigerhaie. Sims Mitarbeiter legen sogenannte Longlines aus, lange Leinen, an denen Köder befestigt sind. Die Methode hat sich bewährt, um neue Untersuchungskandidaten zu gewinnen und bereits bekannte Tiere über lange Zeitphasen zu kontrollieren. Schon bald erscheinen Ammenhaie. Doch die Hoffnung der Biologen auf einen guten Fang erfüllt sich noch nicht. Die Haie haben ganz anderes im Sinn. Sie wollen sich paaren. Zwei Weibchen werden von einer Schar männlicher Bewerber verfolgt. Das kann dauern. Bis zum Abend hat kein Hai angebissen. Und dann braut sich auch noch in der Wetterküche einiges zusammen. Gerade jetzt hängt ein Hai am Haken. Doch unter diesen Bedingungen ist das Bergen des Tieres Schwerstarbeit. Über Funk erhalten die Forscher Anweisungen von Sam, der auf einem anderen Boot unterwegs ist. Aber es gibt Probleme. Der Funkkontakt ist zu schlecht. Der kämpfende Tigerhai muss nun möglichst schonend längsseits buxiert werden, um eine Gewebeprobe entnehmen und einen Chip implantieren zu können. Der Chip sitzt. Nun trägt das Tier einen elektronischen Personalausweis unter der Haut. Die gewünschte Gewebeprobe gewinnen die Biologen mit einer speziellen Zange. Sie dient der DNS-Untersuchung. Am frühen Morgen Besprechung im Labor. Ein Tigerhai ist zusätzlich mit einem Sender versehen worden. Das sind die Punkte, die wir aufgezeichnet haben. Wir haben ihn gestern gegen 12.35 Uhr freigelassen und dann die Signale 5 Minuten lang aufgezeichnet. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, schwimmen Tigerhaie in Kreisen, um sich zu orientieren. Sieht ganz so aus, als hätte er das gemacht. Wenn du die Bewegungen betrachtest, sieht man, dass er sich ziemlich systematisch bewegt. Die in die Karte eingetragenen Signalpunkte zeigen, dass das Tigerhai-Weibchen schnurstracks zu dem Ort zurückgekehrt ist, an dem es gefangen und markiert wurde, nahe den Mangroven.
Etwa ein Drittel von Bimini ist von Mangrovenwäldern bedeckt. Regelmäßig unternimmt Sam Kontrollfahrten zu besonders interessanten Stellen in diesem amphibischen Dschungel. Über wie unter Wasser bietet das dicht verzweigte, stellenweise undurchdringbare Ast- und Wurzelwerk beste Versteckmöglichkeiten für zahllose Tiere. Ein junger Zitronenhai gleitet über Seegras, das überall in den lichteren Bereichen den sandigen Boden bedeckt. Im flachen Wasser zwischen den Mangroven sind die jungen Räuber vor größeren Verwandten wie dem Tigerhai sicher. Hey Doc, da drüben sind zwei Ammenhaie. Ich glaube, die paaren sich. Ja, ich sehe sie. Eine Haihochzeit ist eine bissige Angelegenheit. Und besonders derb geht es bei Ammenhaien zu. Während sich die Auserwählte dreht und wendet und noch nicht so recht zu wollen scheint, verbeißt sich der Bewerber in die Brustflosse des Weibchens. Er muss sie in eine günstige Position zwingen, um eines seiner beiden Begattungsorgane in die Kloake des Weibchens einführen zu können. Eine echte Herausforderung, bei der er kräftig nachhelfen muss. Wenn nötig, stundenlang. Das Hochzeitsparadies ist jedoch bedroht. Das hier ist intakt. Aber wenn du dich umschaust, dann siehst du, was hier Furchtbares passiert. Auch auf Bimini forderte Kommerz seinen Tribut. Hotels entstehen dort, wo dichter Mangrovenbestand wertvolle Kinderstube vieler Tierarten war. Und zudem die Küste vor dem Zugriff des Atlantiks schützte. Nun greifen Investoren und Spekulanten zu. Samuel Gruber führt einen einsamen Kampf gegen korrupte Beamte und Bauunternehmer. Jahr für Jahr höchste biologische Produktivität. Und jetzt ist alles zerstört. Alles zerstört. Zwei von Sams Doktoranden überwachen die Tagesaktivitäten eines jungen Tigerhais. Mit einer Richtantenne orten sie das in dieser Lagune geborene Tier. Der Hai verrät seine Position durch einen Sender an seiner Rückenflosse. Die Peilung ist 165 Grad, 30 Meter entfernt. Die Langzeituntersuchung soll auch zeigen, wie lange junge Tigerhaie am Ort ihrer Geburt verweilen. Beobachtungsobjekt: Zitronenhai. Dieses ausgewachsene Weibchen wird vom Doc persönlich und einem Doktoranden überwacht. Im extrem flachen Wasser nimmt das Tier Kurs auf den Mangrovengürtel und nähert sich dem Strand. Derweil entwickelt sich dort ein schier unglaublicher Kampf zwischen einer unechten Karettschildkröte und einem jungen Tigerhai. Die Schildkröte hält gerade ein Nickerchen, als der Raubfisch in ihr Revier eindringt. Sofort geht sie zum Angriff über. Erwachsene Tigerhaie sägen Meeresschildkröten ohne Mühe glatt durch. Doch das unerfahrene Jungtier lässt sich von dem kampferprobten Reptil völlig überrumpeln. An den empfindlichen Kiemen muss der Hai gefährliche Bisse hinnehmen. Gezielt geht die Schildkröte gegen heikle Körperteile des Raubfisches vor und kann ihn schließlich vertreiben. So sehen Sieger aus. Einen Sieg anderer Art kann das Team von Sams Mitarbeitern verbuchen. Ihnen ist ein zweiter Tigerhai an den Haken gegangen. Nach der Entnahme einer Gewebeprobe und dem Implantieren eines Chips erhält das Tier auch noch einen Sender. Transmitter ist 446, 446, ja. Geschafft.
Nach der stressigen Prozedur erhält der Hai seine Freiheit zurück. Eine überwachte Freiheit. Und lässt erst einmal Dampf am Unterwasserkameramann ab. Währenddessen hat Sam den Fang des Tages gemacht. Ein schwangeres Zitronenhaiweibchen steht kurz vor der Geburt. Verdammt, komm, beeil dich. Halt den Scanner ins Wasser und lies die Werte ab. Vorsicht, lass ihn los. Der implantierte Chip verrät Sam, dass dieses Weibchen vor 2 Jahren schon einmal hier gewesen ist. Erwachsene Zitronenhaie sind höchst gefährlich. Doch die werdende Mutter ist sichtlich ermattet. Sam braucht bessere Sicht. Okay, das Wasser ist trübe. Nimm ihre Rückenflosse und zieh sie 2-3 Meter weiter. Ganz vorsichtig. Der Spezialist will dem völlig entkräfteten Tier helfen. Es ist nicht Sams erster Einsatz als Hebamme. Nach dem Abstreifen der Eihäute ist der junge Hai augenblicklich selbstständig. Ihm werden noch einige Geschwister folgen. Die Jungtiere wachsen in den Eierstöcken des Weibchens in jeweils einem Ei heran. Sie schlüpfen nach 10 Monaten noch im Mutterleib aus ihren Eihüllen und werden dann in die Freiheit entlassen. Zwischen 45 und 80 Zentimeter messen die Kleinen bei der Geburt. Wenn sie erwachsen sind, werden sie 3 Meter lang sein. Wie viele andere Haimütter bringen Zitronenhaiweibchen ihre Jungen aus Sicherheitsgründen im Flachwasser zur Welt. So sind die Kleinen vor großen Räubern sicher und haben es nicht weit in den schützenden Mangrovengürtel. Am nächsten Tag geht es rauer zu. Sam muss hinaus ins offene Meer. Begrüßt von 2 Weltmeistern im Synchronspringen. Echten Naturtalenten. Ziel ist Ayers Rock, ein kleines Riff südlich von Bimini. Ein Rudel Grauhaie steht hier im Dienst der Wissenschaft. Über lange Zeit von Sam und seinem Team geduldig angefüttert. Die Leckerbissen sollen die Haie anlocken und ihnen den nicht gerade angenehmen Test versüßen, der ihnen jetzt wieder einmal bevorsteht. Sam will ein künstliches Pheromon ausprobieren, das Haie von den gefährlichen Langleinen der Hochseefischerei fernhalten soll. An ihnen sterben jährlich Millionen Haie als sinnlose Beifänge. Die in einem Labor in New Jersey entwickelte Chemikalie wirkt tatsächlich. Sie könnte vielleicht schon bald viele Haie retten. Und auch Menschen. Großartig, die Haie sind alle weg. Da ist keiner mehr. Das bedeutet, wenn wir die Haie gezielt mit diesem Mittel vertreiben können, ohne andere Fische dabei auch zu verscheuchen, dann könnten wir in jeder Nacht tausenden Haien das Leben retten. Das ist meine eigentliche Absicht. Ich will Haie retten und nicht unvorsichtige Schwimmer vor Haiattacken schützen. Die Grauhaie haben sich in eine abgelegene Ecke des Riffs verzogen. Schaden haben sie nicht genommen. Vielleicht ist die Erfindung aus New Jersey auch eine Alternative zu den Hainetzen vor Südostafrikas Stränden.
Von Amanzimtoti aus brechen Simon de Waal und Debbie Millen wieder einmal zum Aliwal-Shoal-Riff auf. Die beiden lieben ihre Tiger und den Nervenkitzel. Sie wollen mit Hochseejägern tauchen. Aber ohne Atemgerät. Und selbstverständlich auch ohne jedes Abwehrmittel. Jetzt heißt es erst einmal cool bleiben, bis sich die irritierte Meute an die beiden gewöhnt hat. Dann wird es ernst. Simon macht den Anfang. Ein Tauchgang mit hohem Risiko. Auch Debbie ist unten. Und schon ist er bei ihr, der erste Tigerhai. Simon sucht den Körperkontakt mit dem gefährlichsten Raubfisch in den Meeren. Auch Debbie gelingt die erste zarte Berührung. Auge in Auge mit dem Tigerhai. Nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen. Ein Exemplar mit einem Sender erscheint. Simon erkennt das kleine Gerät sofort. Dieser Hai ist vom Natal Sharks Board markiert worden. Die internationale Haiforschergemeinde verdankt dieser bewährten Methode viele interessante Einblicke in den sonst kaum zu kontrollierenden Alltag der Meeresräuber. Wir hatten einige sehr interessante Ergebnisse bei der Auswertung der Signale. Zum Beispiel wurde ein Tigerhai, den wir südlich von Durban im Aliwal Shoal markiert hatten, in Madagaskar von spanischen Fischern wiederentdeckt. Und das nach einem knappen Jahr. Das sind über 1000 Kilometer, die dieser Tigerhai zurückgelegt hat. Das zeigt uns, dass die Tigerhaie längere Zeit hier verweilen und dann binnen kurzer Zeit nach Madagaskar zurückschwimmen. Eines zeigen die Forschungsergebnisse schon jetzt. Die sogenannten Monster und Müllschlucker der Meere sind viel besser als ihr Ruf. Doch es gibt noch viele Rätsel um die Tigerhaie, die es zu lösen gilt.